Ja, schönen guten Abend. Herzlich willkommen zum heutigen Webinar Marktausblick und Live-Trading mit Mario Lüdemann. Schön, dass Sie sich wieder die Zeit nehmen, uns oder beziehungsweise den Mario Lüdemann zuzuhören, zuzuschauen. Und ja, heute auch mal ein schönes Wetter in Deutschland, zumindest hier in Ratingen. Scheint gerade die Sonne. Ich hoffe bei Ihnen auch. Nichtsdestotrotz wollen wir uns heute uns wieder dem Markt widmen. War ja doch in letzter Zeit los in den Märkten. Und ich möchte Ihnen noch eine gute Nachricht überreichen. Und zwar werden wir das Webinar fortführen. Sie können sich jetzt schon mal, also jetzt ab heute, am besten nach dem Webinar, sich schon bei uns auf der Webseite registrieren für die nächsten Termine. Diejenigen, die jetzt schon online sind, die wissen ja, wo man die Termine findet. Aber natürlich will ich mal kurz zeigen, für diejenigen, die die Aufzeichnung später sehen und sich noch nicht angemeldet haben, wo sie das finden. Jetzt hier auf der CapTrader-Seite unter Training und dann Termine. Und hier den ersten Eintrag, da ist noch das heutige Datum, aber wenn Sie einmal draufklicken, dann finden Sie schon den nächsten Termin. Und dann sind Sie auch automatisch auch für die weitere Termine registriert. Also eine einmalige Registrierung reicht in dem Fall. Wir freuen uns sehr, dass Mario weiterhin Lust und Spaß hat, mit uns weiterzuarbeiten und das Webinar zu führen. Und dann werde ich auch gleich zu ihm schalten, damit er auch direkt loslegen kann. Ich bin soweit fertig mit dem Intro. So, Mario, ich werde das kurz übertragen. Einen Moment. So, herzlich willkommen auch von mir. Ich hoffe, der Ton kommt an und das Bild ist auch zu sehen. Das klappt alles, ja. Ja, perfekt. Dann heiße ich alle recht herzlich willkommen. Auch bei uns hier in Ostwestfalen, in Verden, haben wir natürlich das allerschönste Wetter. Passend zum Urlaub. Also ich habe heute meinen letzten Arbeitstag. Ich bin jetzt im Juli in Urlaub. Freue mich aber trotzdem, heute nochmal diesen Marktausblick zu machen. Vielleicht auch noch, finden wir auch die Zeit, ein, zwei Trades aus den letzten Tagen vorzustellen. Wir haben ja sehr hohe Volatilität gehabt. Durch den Brexit verursacht, werde mal zeigen, wenn es zeitlich passt, wie ich damit umgegangen bin mit dem Ganzen, wie man das Ganze in sein Trading auch mit einbauen kann. Und natürlich werden wir uns anschauen, wo natürlich die Chancen für die nächsten Tage und Wochen lauern im Trading, sowohl auf den großen Zeiteinheiten als auch im Intraday-Bereich. Trades, die ich eingegangen bin, waren auch aus dem Intraday-Bereich, im Index sowie auch in einem ETF, sodass wir einfach mal schauen können, welche verschiedenen Möglichkeiten wir hier haben. Am Ende komme ich noch auf zwei, drei Termine von mir zu sprechen. Das liegt daran, dass ich jetzt, wie gesagt, im Juli im Urlaub bin und somit auch mein Wochenausblick montags wegfällt, aber mehr dazu am Ende. Natürlich ist auch am Ende auch wieder die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Das wird dann der Nelson sicherlich kurz vorlesen und dann werde ich versuchen, innerhalb dieser Stunde die Fragen natürlich auch dann zu beantworten. Genau, nur noch ganz Okay, gucken kurz, Mario, ganz kurz. wir. Ja. Ich habe nochmal die Links in den Chat kopiert für die Anmeldung und natürlich machen wir dann am Ende nochmal eine Fragerunde. Okay, dann starten wir einfach mal. Vielleicht erstmal mit einem groben Überblick über die großen Märkte, bevor wir dann in Einzelwerte oder auch Devisenpaare schauen. Wir sehen im FDAX ganz gut, dass wir schon seit einigen Monaten einen intakten Abwärtstrend haben. Zeichne ich hier auch nochmal kurz ein, damit man es hier ganz gut sieht. Hier ist so ein ganz großer Trend, der sich hier abgezeichnet hat. Wir haben hier die Tiefs dann im Februar gehabt. Dann haben wir natürlich eine Korrektur gesehen. Sind wir ja auch öfter darauf eingegangen, dann auf diesen Korrekturtrend, den wir hier dann hatten. Und dieser ist natürlich dann durch, natürlich, was letzte Woche passiert ist, im Endeffekt durch das Ausscheiden oder durch das Referendum in Großbritannien natürlich dann auch wieder gebrochen worden. Jetzt ist natürlich immer die Frage, wie kommen wir dann in solche Trades denn überhaupt rein? Den Abwärtstrend sieht man hier auch wieder sehr schön, wie der sich hier
darstellt. Hier wieder im Großen der große Abwärtstrend. Wir sehen hier, steht wieder ein 1, 2, 3 hier nach unten. Somit sind wir hier eigentlich wieder auf der Short-Seite eher aktiv. Auch ich habe heute wieder einen Trade auf der Short-Seite eingegangen im deutschen Markt. Ich denke, da werden auch noch weitere Trades zukommen, was wir jetzt die letzten Tage gesehen haben. Das ist im Endeffekt eine kleine Rallye nach diesem riesen Absturz von über 1000 Punkten letzte Woche. Freitag, das war so, bevor ich nach Lohr gefahren bin, da war freitags morgens wirklich die Hölle los nach dem Referendum. Aber auch das konnte man natürlich sehr gut handeln. Ich werde hier auch gleich noch zeigen, wie ich das Ganze im FDAX umgesetzt habe. Aber hier aus meiner Sicht sind wir hier tatsächlich eher auf der Short-Seite unterwegs. Also da haben wir die größten Chancen, hier Trades zu machen. Intraday konnte man natürlich die Rallye hier nutzen, diese Entlastungsrallye, aber gerade für die Trader, die jetzt auf Tag und Stunde unterwegs sind, lohnt es sich auf jeden Fall jetzt wieder Ausschau zu halten nach besonders schwachen Werten im DAX. Ein ganz anderes Bild sehen wir dagegen im S&P 500. Hier haben wir auch im Endeffekt diesen Abverkauf gesehen an diesem Freitag und auch an dem Montag danach. Also wir sind hier wirklich von 2120 dann sehr, sehr stark hier heruntergekommen und haben dann aber in der gesamten letzten Woche hier diese typische Rallye gesehen, auf die ich gleich auch nochmal eingehen möchte, Intraday, wie man das Ganze dann auch nutzen kann, wenn man zum Beispiel Indizes tradet, denn ich weiß ja, dass sehr viele Händler, gerade auch die mit CFDs unterwegs sind, natürlich sehr gerne auch Indizes traden, deswegen heute auch mal ein bisschen Schwerpunkt auf Indizes, wie man das Ganze dann für sich nutzen kann. Diese Rallye, die wir hier gesehen haben, ist eigentlich ein typisches Bild, was wir hier gesehen haben. Wir haben am Freitag einen sehr starken Einbruch gehabt. Ich habe auch auf meinem Workshop in der letzten Woche schon darauf hingewiesen, dass es fast immer das gleiche Bild ist, was wir sehen. Wir sehen freitags einen Einbruch, der geht montags im Regelfall sowohl im europäischen Markt als auch im amerikanischen Markt häufig weiter. Und dann kommt ein Phänomen, was man statistisch sehr gut greifen kann, so dieser sogenannte Turnaround-Dienstag. Und das haben wir auch diesmal wieder gesehen. Wir sind auch im Workshop schon darauf eingegangen, dass es jetzt lohnt, hier wirklich sehr schnell dann wirklich in den Markt hineinzugehen. Denn wir haben von hier aus wirklich eine Rallye gesehen von über 100 Punkten. Man kann es hier auch ganz gut sehen. Wir haben hier innerhalb einer Woche fast 6% an Performance gemacht. So, und das Ganze kann man natürlich mitnehmen, wenn man um diese Gegebenheiten weiß und auch weiß, wie man zum Beispiel unter markttechnischen Gesichtspunkten hier natürlich in solche Trades hineinkommen kann. Das ist immer ganz wichtig. So, wie kann man jetzt weiter umgehen mit dem Markt? Entscheidend wird sicherlich sein, ob der Markt es schafft, hier durch diese Hochs zu gehen, über die wir ja auch schon seit Wochen und Monaten immer wieder sprechen. Ich zeige das hier auch nochmal. Wir sehen, dass wir hier in diesem Bereich 2100, 2120 im Prinzip seit Monaten kämpfen und hier es nie geschafft haben, diese Marke signifikant herauszunehmen. Also anders als im DAX, der ja doch sehr abwärts gerichtet ist, sehen wir hier einen massiven Widerstand hier oben in diesem Bereich, in dem wir auch im Moment wieder drin sind. Wir haben es hier noch nie geschafft, wirklich auf Schlusskursbasis deutlich darüber zu gehen und dann ja die Rallye fortzusetzen. Sollten wir das jetzt schaffen, okay, dann werde ich auch hier im S&P ganz klar auf die Long-Seite wechseln. Das habe ich auch in den letzten Wochen immer wieder gesagt. Sobald wir diese Marke knacken, bin ich auch bereit, mit großem Geld hier mich auf der Long-Seite zu positionieren, sowohl im Index als auch in Einzelwerten, egal ob auf Tag, Stunde oder auch Intraday. Nur jetzt an dieser Stelle macht es aus meiner Sicht relativ wenig Sinn, jetzt neue Positionen aufzugehen, wo wir gerade 1% unter den Hochs stehen. Das heißt, also ich werde hier aufgrund meines Urlaubs sowieso, aber selbst wenn ich jetzt nicht im Urlaub fahren würde, würde ich hier abwarten, ob der Markt es jetzt wirklich schafft, noch diese 1-2% nochmal oben drauf zu legen oder ob es das jetzt wirklich wieder gewesen ist und wir jetzt wieder eine neue Abwärtsbewegung bekommen. Das ist also auf jeden Fall die Möglichkeit, die am sichersten ist und wir müssen uns immer vor Augen halten, was nützt das ganze viele Trading, wenn am Ende des Tages keine gute Chance für uns überbleibt. Das heißt also hier immer Augen auf. In Einzelaktien sieht das viel, viel besser aus, das Marktumfeld. Wir haben sehr viele Aktien, die in den letzten Tagen immer wieder neue Jahreshochs gebildet haben. Da haben wir eine gute Chance, da natürlich den einen oder anderen guten Trade zu machen, aber im Index selber ist es hier jetzt schwierig. Anders war es in den letzten Handelstagen. Ich schalte jetzt hier einfach mal auf den
Stundenchart um, damit man das mal sehen kann. Und dann möchte ich einfach mal kurz zeigen, wie ich das Ganze mir halt anschaue. Wir sehen hier, auch wenn ich Intraday handeln möchte, wir haben hier die große Abwärtsbewegung gesehen und dann haben wir ja gerade darüber gesprochen, dass wir jetzt hier eigentlich eine richtig schöne Rallye gesehen haben. Und wenn wir uns diese Rallye anschauen, dann können wir uns natürlich genau anschauen, wie das trendförmig dann verlaufen ist. Der Markt ist hier im Endeffekt schön wieder nach oben gelaufen, macht steigende Hochs und natürlich auch steigende Tiefs, was für uns immer ganz wichtig ist. Und wenn wir uns jetzt mal die letzten drei Handelstage dann anschauen, die wir gehabt haben, sehen wir hier in grün gekennzeichnet die Phase während der Präsenzöffnungszeiten, das heißt von 15.30 Uhr bis 22 Uhr, dort wo natürlich auch der meiste Umsatz ist. Das sehen wir auch hier unten, wenn wir uns das anschauen. Auch das ist natürlich immer wichtig, dass wir nur zu Zeiten handeln, wo wir natürlich auch ein erhöhtes Handelsvolumen haben. Denn ab 23 Uhr nimmt das Handelsvolumen natürlich merklich ab. Das sehen wir hier auch sehr schön hier in diesem Bereich. Das ist kaum noch Handelsvolumen vorhanden und das Ganze beginnt dann eigentlich erst wieder so ab 14 Uhr und das ist für mich dann auch so die spannende Phase, dann in einen Markt wiederum hineinzukommen. Wie gesagt, ich habe jetzt mal drei Tage, die letzten drei Handelstage herausgesucht, damit man einfach mal sieht, okay, wenn die Großwetterlage uns auf Stundenbasis, so wie jetzt hier zeigt, okay, es geht bergauf, wir haben hier eine richtige Rallye im Gange, wie kann man das Ganze dann vielleicht intraday für unser Trading nutzen? Dafür schalte ich dann jetzt mal in den 5-Minuten-Chart und dann gucken wir uns das Ganze einfach mal Stück für Stück an. Das heißt, hier sieht man noch in grob gezeichnet hier, wie das Ganze ausgesehen hat auf dem Stundenchart. Und dann, wie gesagt, hier das Kästchen, was jetzt folgt, ist dann entsprechend der 5-Minuten-Chart. So, wenn wir uns das anschauen, der Markt macht hier auf um 15.30 Uhr, läuft hier kurz zurück. Und jetzt haben wir immer zwei Möglichkeiten hier einzusteigen in einen entsprechenden Trade, der kommt. Aus markttechnischen Gesichtspunkten bietet sich natürlich an, entweder an einem sogenannten Punkt 2 in den Markt einzusteigen. Das wäre jetzt zum Beispiel hier an einem Durchbruch des Hochs. Das kann man hier sehr gut machen. Den Stop könnten wir dann hier beispielsweise unter das Tief legen. Das ist eigentlich so dieser typische Einstieg, den man ja häufig kennt. Einfach den Durchbruch zu nutzen, um dann in den Trade einzusteigen. Der Stop wäre hier auch gar nicht groß gewesen, wenn wir uns das anschauen. 2040,5 maximal der Stop und 5 Punkte höher war der Einstieg. Also wir reden hier im Endeffekt von einem Stop von 0,25%, was eigentlich für jede Kontogröße sehr gut zu handeln ist. Sei es jetzt, wenn man ein größeres Konto hat, eben entsprechend in dem Mini-Future oder eben auch entsprechend dann als CFD. Zweite Möglichkeit für den Trade ist natürlich immer für alle die, die sagen, ja, ich möchte nicht so gerne an einem Hochpunkt kaufen. Ob das jetzt besser oder schlecht ist, möchte ich hier jetzt gar nicht in die Diskussion mit einsteigen. Es gibt für beides Argumente. Die zweite Einstiegsmöglichkeit ist natürlich, mittels Unschärfe in einen solchen Trade einzusteigen. Wir haben ja schon in den letzten Webinaren sowohl beim großen Marktausblick, also auch vorher, schon häufig über die verschiedenen Einstiegssetups gesprochen, auch über der Webinarreihe erfolgreich CFDs handeln, welche verschiedenen Möglichkeiten es gibt. Mit Unschärfe heißt nichts anderes, als dass wir hingehen und sagen, okay, wir möchten an bestimmten Punkten einfach vielleicht ein, zwei, drei Orders setzen, wenn wir hier den Hochpunkt hier nehmen vielleicht und die Korrektur hier unten, dass wir dann sagen, okay, wir möchten vielleicht im Rücklauf hier mit dieser Kerze, die hier entsteht, an den verschiedenen Leveln hier einsteigen, vielleicht am 50er, vielleicht auch noch ein bisschen tiefer. Welche Vorteile hat das für uns, wenn wir an diesen verschiedenen Levels einsteigen, anstatt an einem Punkt 2? Na klar, wir können eine größere Position aufnehmen. Das ist halt im Endeffekt der springende Punkt. Wenn wir hier an diesem Punkt 2 einsteigen, zeichne ich auch noch mal kurz ein. Dann ist es natürlich klar, wenn wir hier einsteigen, setzen wir den Stop hier unten drunter. Wenn wir aber jetzt zum Beispiel sagen, okay, wir möchten hier am 50er eine Order platzieren und vielleicht hier unten drunter auch noch zwei Orders, dann kommen wir natürlich wesentlich günstiger in den Markt rein. Unser Initialrisiko bleibt natürlich im Regelfall gleich. Wenn wir uns entschließen, vielleicht für 100 Euro pro Trade Risiko hier hineinzugehen, dann können wir hier natürlich eine entsprechende Stückzahl kaufen, aber wir können natürlich hier, wenn wir in den Rücklauf einsteigen, viel mehr
oder eine viel größere Position aufbauen. Der Stop ist natürlich gleich, der sollte natürlich trotzdem hier am letzten P3 liegen. Das heißt, wenn der Markt hier durchrutscht und wir bekommen hier unsere drei Positionen und er würde jetzt hier durchfallen, dann würden wir halt genau an dem gleichen Punkt ausgestoppt, wie wenn wir hier oben einsteigen. Also da muss man immer so ein bisschen abwägen, welche der beiden Einstiege uns persönlich besser passt. Wie gesagt, es gibt für beides Pro und Contra, wieso, weshalb, warum man das Ganze machen möchte. Darum soll es auch gar nicht gehen, sondern ich möchte hier nur noch mal zeigen, wie man reinkommt in einen solchen Trade nach der Handelseröffnung. Denn wir sehen hier auch wirklich, wie deutlich dann hier das Volumen dann an diesen Stellen ansteigt. So, der Markt stabilisiert sich dann, dann gibt es ein neues Hoch hier, das heißt der Stop, egal ob wir jetzt hier am P2 eingestiegen wären oder halt mit Unschärfe, den können wir dann ganz einfach dann wieder unter das neue Tief ziehen. Wenn das unsere Stop-Regel jetzt wäre, die möchte ich jetzt einfach mal als gegeben nehmen, diese Stop-Regel, jetzt entsteht wieder ein neues Hoch, das heißt wir können hier wieder ganz normal unseren Stop dann unter das Tief hier nachziehen, dann folgt die nächste Korrektur, jetzt kommt das neue Hoch, auch hier wieder ganz einfach Stop unten unter das Tief setzen und abwarten, was passiert. Auch hier sehen wir wieder eine Korrektur, wir können den Stop also auch hier wieder bequem nachziehen. Ob man jetzt sagt, naja, ich möchte mindestens 3, 4, 5 Perioden als Korrektur sehen, da kann man natürlich immer darüber diskutieren, was jeder haben möchte. Wie gesagt, das ist ja, geht hier jetzt nicht um das Einstiegssetup per se oder wie wir es verwalten, aber das ist einfach eine recht einfache Art, in Trades hineinzukommen und auch die Stops entsprechend zu verwalten. Und wir sehen, jetzt nimmt der Volumen im Endeffekt hier auch ab. Woran liegt es? Natürlich, es geht jetzt in die Mittagssession in den USA, wir laufen auf 18 Uhr zu, das heißt also auch hier wird der Handel dann ruhiger, das ist im Regelfall, dass die Märkte sich auch nicht mehr so stark bewegen dann in der Mittagszeit. Mal schauen, was hier an dem Tag passiert ist, ja, hier geht es eigentlich doch noch immer weiter. So, jetzt kommt hier die größere Korrektur. Das ist, wie gesagt, nichts Ungewöhnliches in dieser Zeit, weil halt die Umsätze doch massiv in dieser Phase zurückgehen. Und meistens geht das Ganze dann wieder so ab 20 Uhr, 20.30 Uhr wieder los, dass wir auf neue Hochs auflaufen. Das sehen wir auch hier. Wir können unseren Stop hier dann nochmal heranziehen. Bekommen hier jetzt auch nochmal zum Handelsende hin nochmal eine Korrektur. Naja, und jetzt geht es eigentlich jetzt ans Feintuning. Wie geht man jetzt mit dem Trade um, wenn wir auf 22 Uhr rauslaufen? Da gibt es mehrere Optionen, die man hier nutzen kann. Man kann natürlich pünktlich um 22 Uhr aussteigen, man kann auch einfach seine Stop-Technik in diesem Falle etwas ändern, um vielleicht noch mehr Ertrag dann aus seinem Trade herauszuholen, wie gesagt, und dann hier um 22 Uhr ist für uns dann Feierabend und wir sollten nach Möglichkeit dann natürlich auch unsere Trades schließen, weil der Hauptgedanke ist ja, wir möchten handeln, wenn das Handelsvolumen sehr hoch ist, kann jetzt auch noch, wenn man möchte, noch ein bisschen länger im Markt bleiben, aber ich würde es jetzt nicht übertreiben, weil wie gesagt, nach 22 Uhr hier die Märkte dann doch sehr schnell wegbrechen und dann kommt meistens dann so eine Phase wie jetzt auch hier in der Nachtsession, wo das Volumen hier gar nicht mehr zu sehen ist. Wenn ihr hier unten mal schaut, also der gleitende Durchschnitt ist so niedrig, wir haben hier auf 5 Minuten gesehen einen durchschnittlichen Kontraktzahl von 730 und im Hoch haben wir sonst 50.000, 60.000, da sieht man schon einen riesen Unterschied. Das heißt, wir können jetzt hier einfach mal ganz schnell durchscrollen. Wie gesagt, ich handle selber nicht in diesem außerbörslichen Bereich, wenn die entsprechenden Präsenzmärkte zu haben. So, jetzt beginnt eigentlich wieder ein neuer Handelstag, das ist dann der Donnerstag gewesen. Auch hier dann sehr schön zu erkennen, gab es erstmal noch die Korrektur aus dem Nachthandel beziehungsweise aus dem vorbörslichen Handel und ich warte dann einfach ab, dass der Markt hier dann natürlich wieder in einen Aufwärtstrend hineingeht und werde dann versuchen, dann entsprechend in den Markt zu kommen. Hier hat es dann eine Rally gegeben, die dann sehr schnell gestartet ist. War hier unten für mich nicht unbedingt ein gutes Einstiegssetup, weil wir hier ja noch die Abwärtsbewegung gesehen haben, auch wenn wir hier innerhalb der regulären Handelssession hier ein neues 1, 2, 3 bekommen haben, hätte ich dieses persönlich hier an dieser Stelle noch nicht gehandelt, sondern hätte tatsächlich gewartet, bis hier wieder ein neuer Hochpunkt entsteht und hätte mich dann hier einfach in den Markt holen lassen. Stop natürlich genau wie vorhin, entweder hier unten dann
am Tief, das ist dann häufig am einfachsten, oder man macht halt einen Bewegungstrade. Auch das ist natürlich immer eine Alternative im Trading. Zweite Möglichkeit ist, wenn wir uns dieser Stop wieder zu groß ist, wobei der auch hier, wie gesagt, auch nur 5 Punkte groß ist, also auch wie bei dem Trade am Tag davor, nur 0,25%, ist eigentlich eine schöne Größenordnung, kann man natürlich auch hier wieder draufsetzen, dass es hier zu einer entsprechenden Korrektur vielleicht im Anschluss kommt und wir uns einfach an verschiedenen Marken wieder einstoppen lassen. Ob man das jetzt nach Fibonacci machen muss oder ob man das anderweitig sich einstoppen lässt, ganz dahingestellt, aber wenn man auch hier wieder sagt, okay, ich lasse mich hier im Rücklauf einfach einstoppen, hier, ob jetzt hier am 50er Retracement beispielsweise oder entsprechend etwas tiefer am 61er oder auch hier unten oder ganz frei Hand, ist eigentlich vollkommen egal. Wie gesagt, der Vorteil, wir haben gerade darüber gesprochen, lassen wir uns hier einstoppen an diesem Bereich, ist unser Stop entsprechend hier 5 Punkte groß. Lassen wir uns hier im Rücklauf einstoppen, zum Beispiel am 74,5, bei 73 und 72,5 haben wir halt einen Mischkurs, der ungefähr hier liegt. Und da sehen wir schon, wir haben fast doppelt so viele Future-Kontrakte, die wir hier aufnehmen können, oder doppelt so viele CFDs, die wir handeln können. Und der Stop bleibt halt identisch. Deswegen muss man immer schauen, welche Art des Traders bin ich, was macht hier Sinn. Wie gesagt, Stop immer unter Tief und schon ist man dann entsprechend hier wieder positioniert. Und dann schauen wir uns an, was ist im Nachgang passiert. Neues Hoch, das heißt, wir können den Stop auch hier wieder einfach nachziehen unter Tief. Und dann sehen wir hier im Endeffekt immer das gleiche Spiel, ob man jetzt hier den Stop nachziehen möchte oder nicht. Auch ein bisschen Geschmackssache. Ansonsten kommt hier wieder eine doch etwas ausgeprägtere Korrektur. So, Trade wieder risikolos, schön ins Plus gelaufen. Dann hier wieder einfach nachziehen. Auch hier sehen wir wieder, das Handelsvolumen geht hier wieder sehr stark zurück. Im Endeffekt von hier 17.30 Uhr bis 20 Uhr konstant abfallend und erst wieder nach 20 Uhr sehen wir eigentlich, dass das Handelsvolumen hier wieder deutlich ansteigt. So, dann hier gibt es ein Mehrfachhoch, 1, 2, 3, kann man ganz gut sehen. Ist immer eine sehr brenzliche Situation, wenn Märkte immer an einer gleichen Marke stehen bleiben. Spricht immer dafür, dass es an diesen Stellen hier entsprechend Verkaufsdruck gibt. Und dann hier zum Handelsende hin nochmal eine kleine Rally und dann haben wir wieder 22 Uhr und der Trade ist hier dann vorbei. Das heißt, man kann hier wirklich sehr gut sehen, egal wie man sich jetzt entschlossen hat, ob wir jetzt hier unten, genau umgekehrt hätte ich es zeichnen sollen, egal ob wir jetzt gesagt haben, wir steigen hier im Hochpunkt ein und hätten hier unten drunter unseren Stop gesetzt, da kann man schon ganz gut sehen, das ist mein CAV-Rechner, damit man mal sieht, wie groß so der Gewinn wäre, wenn man so handelt. Also es hätte sich auf jeden Fall gelohnt hier, man hätte einen sehr schönen Trade bekommen, Einsatz hätte sich auf jeden Fall gerechnet. Noch besser wäre es natürlich gewesen, wenn wir im Rücklauf eingegangen wären. Da sieht man schon, wie sich das CRV auch verändert in dem Moment. Vorhin haben wir so ein 1:3, 1:4 und jetzt sehen wir, wie sich das verändert. Wenn wir im Rücklauf reinkommen, wird natürlich der Gewinn logischerweise viel, viel größer werden und das macht die Sache natürlich viel, viel spannender. Und wie gesagt, wie man dann den Exit jetzt genau macht, das ist natürlich dann nochmal so eine andere Sache. Sieht man dann, muss man einfach für sich selber entweder eine Strategie entwickeln oder wie gesagt, sonst, wir sprechen auch immer in den Workshops auch drüber, wie man das Ganze dann noch professioneller angehen kann. Also das sind so verschiedene Möglichkeiten. Wie gesagt, am nächsten Tag eigentlich das gleiche Spiel. Ich will es jetzt nicht auf die Spitze treiben, aber im Endeffekt das gleiche Spiel wieder. Nachthandel lasse ich komplett außen vor und dann sehen wir am nächsten Tag an dem dann eigentlich wieder das gleiche Spiel. Der Markt läuft hier auch sofort wieder nach der Handelseröffnung in die Richtung. Das ist auch mal der Grund, warum ich sage, die besten Möglichkeiten des Handels, das haben wir jetzt hier auch ganz gut gesehen, sind im Endeffekt immer entweder nach Handelsbeginn oder zum Handelsende hin, was natürlich für die, die berufstätig sind, natürlich auch interessant ist, dass wir tatsächlich immer gute Rallies auch häufig in den letzten zwei Handelsstunden sehen. Das jetzt mal hier zum S&P. Wie gesagt, ich werde gleich auch nochmal, vielleicht wenn Interesse besteht, ein, zwei Trades zeigen, die ich dann auch hier noch live gehandelt habe. Da habe ich noch ein paar Screenshots zu gemacht. Schauen wir vielleicht erstmal noch, welche Möglichkeiten es momentan noch gibt. Wie gesagt, der S&P ist stark im Moment, aber wir hängen halt momentan am Widerstand. Deswegen würde ich jetzt heute und morgen
keinen neuen Trade hier aufsetzen, es sei denn, wir sehen jetzt, wenn der Markt morgen wieder aufmacht in den USA, dass wir dann tatsächlich diese Hürden herausgenommen haben. Okay, dann schauen wir einfach mal, welche interessanten Möglichkeiten uns der Markt momentan denn noch bietet. Also wir haben auf jeden Fall im Devisenmarkt einiges. Natürlich sind die meisten Kombinationen immer die, die mit dem britischen Pfund zusammenhängen. Das bleibt auch gar nicht aus, weil das hat sich natürlich extremst bewegt in der letzten Woche. Das kann man wirklich sehen hier, das ist dann der Freitag gewesen, wo es hier wirklich massiv dann hier die Bewegung, die gestartet ist, die werden wir im Regelfall nicht eingefangen bekommen, schon gar nicht den ganzen Tag über. Aber natürlich ist es möglich, das Ganze im Stundenchart oder Intraday halt einzufangen, solche Phasen. Mit vielleicht einmal mal nur was mal stellvertretend hier kurz zeigen. Wenn wir uns allein diesen Tag hier anschauen und dann in den Stundenchart gehen, da sieht man, hier gibt es kaum eine Möglichkeit, hier in dieser Phase hier hineinzukommen. Der Markt, der zieht hier einfach hoch. Das war auch dann in den frühen Morgenstunden. Dann kommt die Korrektur. Die Kunst besteht jetzt eigentlich darin, nach einer solchen Phase nicht zu sagen, oh, jetzt ist ja schon alles vorbei, sondern einfach zu warten, bis jetzt hier der Markt aus der Korrektur wieder herauskommt und dann das Ganze wieder für unser Trading entsprechend zu nutzen, weil das ist eigentlich das, worauf es ankommt, dann einfach die Ruhe zu bewahren und nicht hier morgens, wenn wir um 7 Uhr aufstehen, zu sagen, oh, jetzt muss ich aber unbedingt handeln, nachdem diese Bewegung gekommen ist, weil dann werden wir fast immer ausgestoppt, weil die Korrekturen natürlich auch so wie hier zu sehen sind, dann doch schon ziemlich heftig sind. Immerhin waren wir hier bei 0,83 im Hoch gewesen und sind dann einfach mal über 3-4 Stunden wieder unter die 80er Marke gefallen. Das ist schon einiges an Bewegung und Volatilität. Ich selber liebe die hohe Volatilität. Meine Kunden wissen das auch, als ich trade, extremst gerne sowohl die Handelseröffnungen im deutschen Markt als auch im US-Markt, aber auch halt, wenn die Volatilität im Devisenmarkt hoch ist. Nur man muss halt wissen, dass man das dann meistens nicht auf Tag oder Stunde traden kann, weil dann die Stops einfach zu groß sind und man dann eher in den Intraday-Bereich hinein muss. Wie gesagt, wenn wir solche Sachen sehen, einfach darauf warten, bis dann der Markt in die Korrektur gegangen ist und wenn wir wieder aus der Korrektur herauskommen, das ist dann eigentlich für jeden Trader die ideale Möglichkeit, dann mit seinem entsprechenden persönlichen Setup hier in den Markt zu gehen, um dann wieder von der neuen Aufwärtsbewegung, die dann kommt, im Endeffekt wieder zu profitieren. Und ob man das jetzt dann im Stundenchart handelt, diese Bewegung, oder ob man sagt, naja, ich nutze das Ganze lieber Intraday, hängt natürlich von zwei Faktoren ab. Einmal natürlich von unserem Geldbeutel, weil wir müssen natürlich bei, wie gesagt, auf Tag und Stunde entsprechend große Stops zum Teil setzen. Intraday werden wir natürlich auch ein paar Trades mehr bekommen, also da ist natürlich immer so ein bisschen die Spannung im Traden etwas größer. Da muss halt jeder für sich schauen, was ist da das Ideale. Ja, wie kann man jetzt weiter mit der ganzen Sache umgehen? Wir sehen hier, der Markt ist hier im Endeffekt noch ja, den ganzen Tag dann danach hochgelaufen am Montag. Dann sehen wir hier auch diesen Turnaround Dienstag und Mittwoch. Das heißt also, da kommt dann auch die Korrektur. Das ist nicht nur im Aktienbereich so, sondern wir sehen es hier umgekehrt auch im Devisenbereich. Ich denke, wir haben hier gute Chancen, auch dass sich diese Entwicklung weiter fortsetzen wird. Ich würde jetzt am Hoch jetzt nicht unbedingt noch gerade einsteigen wollen, wo wir hier gerade sind, aber wenn wir jetzt in eine Korrektur laufen, dann haben wir natürlich wieder gute Möglichkeiten, dann aus der Korrektur hier in ein Trade hineinzukommen. Auch hier sehen wir einen intakten Aufwärtstrend. Auch hier kommen wir gerade aus der Korrektur. Also hier wird sicherlich auch der ein oder andere vielleicht schon auf Stundenbasis oder auch Intraday in den Markt hineingekommen sein. Wie gesagt, auf Tagesbasis sind die Stops dann schon recht heftig, aber Intraday lassen sich natürlich solche Dinge im Forex-Markt auch gut handeln, vor allen Dingen als CFDs, weil wir da natürlich eine wesentlich bessere Stückelung häufig hinbekommen. Auch hier sehen wir einen Wert, der im Devisenbereich einen schönen Aufwärtstrend hat, machen auch hier gerade immer wieder neue Hochs, was natürlich für uns auch immer wichtig ist im Handel. Das heißt, es gibt schon einige Devisenpaare, die recht gut aussehen. Das werden wir auch gleich noch sehen auf der Short-Seite. Auch dort gibt es recht viele Devisenpaare, die sehr, sehr gut aussehen. Auch hier zum Beispiel der Schweizer Franken gegen den japanischen Yen wirklich über Wochen und Monate in einem sehr, sehr sauberen Abwärtstrend. Und das sind natürlich immer
Märkte, die man hier wirklich perfekt handeln kann. Das erinnert mich so ein bisschen an das letzte Jahr, als wir den Euro gegen den US-Dollar gehandelt haben, von der 1,40 herunter bis zur 1,12, 1,10 herunter, weil auch hier sieht man wirklich die gesamte Zeit fallende Hochpunkte und auch fallende Tiefpunkte. Das ist natürlich unter markttechnischen Gesichtspunkten halt ideal im Trading, wenn wir solche Phasen haben. Und wie gesagt, es gibt natürlich immer verschiedene Möglichkeiten zum Einstieg, aber ideal ist natürlich häufig, wenn wir dann diese Wendepunkte bekommen, das heißt, wenn der Markt wieder nach unten wegzieht aus der Korrektur, dann in einen entsprechenden Trade dann hineinzukommen. Natürlich müssen wir mal schauen, okay, wo ist denn das entsprechende Setup, was wir dann haben, um hier hereinzukommen. Okay, aber prinzipiell muss es einfach einleuchten, dass es hier viel mehr Sinn macht, auf der Short-Seite zu handeln, als auf der Long-Seite. Weil wenn wir auf der Long-Seite handeln würden, dann würden wir im Prinzip immer nur versuchen, hier diese kurzen Korrekturen abzufassen, die zum Teil auch wirklich sehr unsauber verlaufen, während wenn wir uns hier die Phasen anschauen, wo die Märkte hier wirklich ganz klar nach unten wegziehen, das verläuft hier wirklich sauber. Man sieht es ja selbst im Tageschart, dass wir hier saubere Bewegungen nach unten haben, auch hier sehr sauber zu erkennen, dass man hier wirklich sehr, sehr einfach handeln kann, gerade eben auf Stundenbasis oder vielleicht auch auf 15 Minuten, je nachdem, welche Zeiteinheit für euch am besten ist. Frage ist natürlich immer, wenn man schaut, was möchte ich denn jetzt am liebsten handeln? Bin ich jetzt eher ein Händler, der gern Indizes handelt? Bin ich jemand, der lieber Devisen handelt, Rohstoffe oder eben auch Aktien? Deswegen versuche ich immer so das ganze Spektrum immer durchzugehen. Wie gesagt, Schweizer Franken gegen japanischen Yen haben wir vorhin drüber gesprochen. Hier ist noch der Fall, das ist noch auch von einem der ersten Marktausblicke, wo wir auch drüber gesprochen haben, über wie gut dieses, ja, im Prinzip Schweizer Franken gegen japanischen Yen auf der Short-Seite zu handeln ist. Müssen wir halt wirklich immer schauen. Im Aktienbereich, wie gesagt, würde ich jetzt wirklich stark differenzieren, ob ich im deutschen Markt wäre ich eher shortlastig unterwegs, im amerikanischen Markt eher longlastig. Normalerweise ist es sehr selten, dass wir das haben, dass die großen Märkte gegeneinander laufen. Wir sehen es jetzt allerdings schon seit einigen Wochen und Monaten, dass der S&P an den Jahreshochs hängt, während, wie gesagt, der DAX ja über 20 Prozentpunkte unter seinen Jahreshochs hängt. Und von daher differenziere ich hier wirklich sehr stark. Das heißt, im gesamten deutschen Markt handle ich bis auf die Adidas-Aktie, die ich ja, ich glaube, schon seit Oktober letzten Jahres immer wieder auf dem Screener habe, eher die Short-Seite. Wie gesagt, Adidas ist die einzige Aktie, die ich momentan in meinem Depot habe, die ich auf der Long-Seite habe. Alles andere vorzugsweise im deutschen Markt eher auf der Short-Seite. Und das kann man auch ganz gut sehen, wenn man jetzt mal so schaut, welche Werte sind jetzt wirklich interessant für einen selber. Da muss man einfach nur mal ein Screening machen im DAX. Man nimmt einfach mal 30 Werte, die man dort aufmacht, und dann sieht man wirklich sehr, sehr schnell, dass gerade, wie gesagt, die deutschen Werte durchgehend schwach sind. Ich werde das hier gerade auch mal kurz reinladen, den DAX. Können wir da mal kurz drauf schauen. Es geht ja recht schnell, das Ganze. So, ziehen wir es mal einfach ein bisschen hier rüber, damit wir ein bisschen Platz bekommen. So, wenn wir uns dann jetzt die Short-Seite, na, schauen wir vielleicht erstmal auf die Long-Seite. Welche Werte haben wir hier? Zum Beispiel die Adidas, von der ich eigentlich immer wieder spreche. Da befinden wir uns heute noch wieder, neues Jahreshoch gemacht. Also wir haben hier nur an dem Freitag hier diesen starken Abwärts-Move gesehen, dass der Markt hier runtergelaufen ist, und dann von da aus sofort wieder Intraday nach oben gezogen, sofort hier, wie gesagt, nur die Stops rausgeholt. Das ist auch etwas, worauf man im Trading unbedingt achten sollte, auf dieses, ja, dieses Fischen von diesen Stops, was in besonders starken Aktien natürlich auch passiert, wenn wir externe Ereignisse haben, wie jetzt zum Beispiel das Referendum, haben wir auch hier gesehen, die Aktie hat hier geschlossen gehabt bei 123, ist im Tief dann bis 107 an dem Morgen gefallen, und innerhalb einer Stunde hat die dann im Endeffekt 11% hier wieder gut gemacht, und das Ganze kann und muss man als erfahrener Händler auch einfach handeln. Also das, wir haben auch schon in der Facebook-Gruppe kurz, habe ich da auch schon mal was zu gesagt gehabt, auch beim Workshop, das sind wirklich so Dinge, die muss man als Trader auf dem Plan haben. Wenn man das sieht, das kann man auch
auch im amerikanischen Markt natürlich genauso sehen, wenn so wichtige Marken einfach rausgezogen werden, sich dann wirklich die stärksten Aktien anschauen, wie die darauf reagieren. Das kann man hier auch wirklich fantastisch sehen, wenn wir uns den Stundenchart hier anschauen. Der Markt schießt hier im Prinzip runter und macht dann hier das 1, 2, 3 nach oben. Man kann hier wirklich sehen, riesiges Handelsvolumen in der ersten Handelsstunde, wesentlich höher als in den gesamten Tagen vorher. Wir haben hier sonst immer so ein durchschnittliches Handelsvolumen so von 60.000 Aktien gehabt und dann haben wir hier im Hoch in der ersten Stunde wirklich ein wahnsinniges Volumen gehabt, was mehr als 10-mal so hoch ist wie normal. Und das ist natürlich, müssen wir uns immer fragen, okay, wie kommt dieses hohe Handelsvolumen denn überhaupt zustande? Klar, Stops wurden ausgelöst, das heißt, hier sind viele aus zweierlei Gründen raus. A, weil sie geschortet haben zum ersten Kurs, aber die große Masse sind natürlich Stops, die auf Tagesbasis dann ausgelöst wurden. Deswegen ging das hier auch innerhalb von wenigen Sekunden ganz schnell bergab. Nur danach sehen wir natürlich, er hat sich hier wirklich ein toller Aufwärtstrend entwickelt. Und wenn wir hier das Ganze für unser Trading genutzt hätten, zwei verschiedene Einstiegssetups haben wir ja vorhin schon mal ganz kurz angedeutet, egal ob am Hochpunkt oder am Rücklauf, vollkommen egal. Danach sehen wir hier wirklich einen sehr, sehr guten Trade auf der Long-Seite. Ansonsten sind die meisten Werte im DAX eher schwach. Von daher würde ich hier auch eher dann bei den meisten Werten entsprechend die Short-Seite nutzen. Allen voran sind natürlich momentan die Banken besonders schwach. Natürlich haben wir durch im Prinzip das Referendum auch dem Ganzen geschuldet. Gerade die britischen Banken sind natürlich enorm unter Druck gekommen. Ich weiß von vielen meiner Kunden, die auch im britischen Markt hier sehr, sehr aktiv waren in der letzten Woche. Das heißt, hier auf der Short-Seite in dem Markt entsprechend große Positionen auf der Short-Seite gehandelt haben. Aber auch hier im deutschen Markt ganz klar zu sehen, zum Beispiel eine Commerzbank-Aktie. Auch hier das große Gap dann an dem Freitag, dann hier diese Rallye nach oben und dann war es natürlich hier wiederum ein leichtes, nachdem der Markt hier vom Hoch so stark heruntergekommen ist, hier aus der Korrektur heraus hier einen Trade zu machen und auch hier wiederum aus der Korrektur in den Markt einzusteigen. Denn wir dürfen nicht vergessen, die Korrektur oder diese Abwärtsbewegung war halt enorm gewesen. Ja, also alleine zur Handelseröffnung haben wir sowohl bei der Commerzbank als auch bei der Deutschen Bank Kursverluste von 15% und mehr gesehen. Und das schreit natürlich dann immer nach so einer technischen Gegenbewegung, wie auch hier zu sehen, die man dann natürlich idealerweise im Intraday-Handel dann entsprechend umsetzen sollte. Das heißt, entweder man kann diese Rallye dann intraday handeln oder eben ganz gemütlich aus der Korrektur heraus wieder die Short-Seite wählen. Das macht dann entsprechend viel Sinn. Hier, wie gesagt, Deutsche Bank, das gleiche Spiel. Im Endeffekt hier auch ein riesen Abschlag, den wir hier hatten. Auch hier herunter 16% alleine vom Schlusskurs zum Eröffnungskurs. Und dann, wie gesagt, hier erst eine kurze Rallye und dann im Endeffekt hier wieder der Abwärtsmove dann nach unten. Und hier kann man natürlich dann intraday perfekte Setups finden, um das Ganze dann zu handeln. Sowohl am Freitag dann als auch am Montag war es möglich, hier zu traden. Wie gesagt, es ist fast immer das gleiche Bild, was wir sehen. Wenn ein Abverkauf da ist, dann wird der meistens nicht nur einen Tag dauern, sondern im Regelfall mehrere Handelstage hintereinander. Das sind eigentlich immer so ganz wichtige Dinge und natürlich sollte man auf der Short-Seite immer die schwächsten Aktien handeln, sonst bräuchten wir kein Screening zu machen. Und da sehen wir einfach, dass wir hier natürlich eine viel größere Performance erreichen können, wenn wir uns an schwache Werte wenden, als wenn wir irgendwelche Werte nehmen, die so im Mittelfeld sind. Das heißt also auf der Long-Seite idealerweise immer die stärksten Werte und auf der Short-Seite immer die schwächsten Werte, heißt für uns nichts anderes, als dass wir die größtmögliche Performance erzielen können und deswegen traden wir ja überhaupt, sonst bräuchten wir das Ganze ja nicht zu machen, weil wir wollen ja im Endeffekt sehen, dass wir kontinuierlich große Gewinne hier erzielen in diesem Bereich. Welche Werte stehen sonst noch so auf dem Plan? Sind natürlich einige, die man sich im Moment anschauen kann, wie gesagt auf der Short-Seite ist die Bandbreite im deutschen Markt recht groß. Im amerikanischen Markt würde ich, wie gesagt, eher den S&P mir anschauen und da auf einzelne Werte gehen, die auch da eine relative Stärke aufgebaut haben, ähnlich wie zum Beispiel eine Adidas, die auch von hoch zu hoch im Moment läuft.
Vielleicht kommen wir noch auf, weil ich viele Anfragen auch in den letzten Tagen noch hatte, wie ich mit dieser hohen Volatilität umgehe. Vielleicht mal beispielsweise zwei Trades, die ich da gemacht habe, hole ich jetzt auch mal gerade kurz hervor. Ich habe hier zum einen einmal das Ganze versucht, in einem ETF umzusetzen. Der bezieht sich auf den VIX. Das heißt, da wird die Volatilität gemessen und hier kann man wirklich sehr gut sehen, die Volatilität ist extremst angesprungen. Sowohl am Freitag dann natürlich massiv, kann man hier wirklich sehen, es ist immer weiter nach oben gegangen. Und dann kommt so dieses typische Bild, was ich vorhin schon kurz angesprochen habe. Am Montag ist die Volatilität gar nicht mehr weiter groß gelaufen und dann am Dienstag dann der Vola-Crash, den wir hier gesehen haben. Und das Ganze habe ich dann versucht, dann auch hier entsprechend umzusetzen. Habe das Ganze natürlich dann auch bei mir in der Facebook-Gruppe, die kennen das, den Trade zwischenzeitlich schon dann entsprechend umgesetzt. Habe dann Teilverkäufe hier auch für den Trade entsprechend gemacht. Hier habe ich einmal 80% meiner Position glattgestellt und am nächsten Tag dann bei 14,20 dann den Rest der Position. Ein weiterer Trade, den ich gemacht habe, der war es nicht, sondern das ist dieser Trade hier gewesen. Das war direkt an dem Freitag, als wir das Referendum hatten. Auch hier möchte ich kurz, ihr seht schon, es sind mehrere Einstiege gewesen. Also ich habe zum einen sofort nach der Handelseröffnung Short gehandelt. Das ist ein Setup, was ich schon seit vielen, vielen Jahren trade. Das kommt aus diesen Trend-Trading-Tagen heraus. Da kann man wirklich sehr gut hier das Ganze nutzen, mit einem sehr engen Stop hier auch agieren. Und sieht man schon, das Ganze ist auf Minutenbasis gehandelt worden. Das mache ich fast immer zur Handelseröffnung, erst in den kleinen Zeiteinheiten und erst so nach einer halben, dreiviertel Stunde wechsle ich dann auf die größeren Zeiteinheiten, habe dann einfach in die Bewegung hinein dann meine Position geschlossen. Man sieht, es ist nicht am idealsten Punkt geschlossen, aber auch das ist natürlich immer sehr schwierig. Das werdet ihr selber auch wahrscheinlich schon gemerkt haben. Es ist immer sehr leicht zu sagen, naja, am Hochpunkt bin ich short gegangen, und habe dann hier unten am Tief meine Position zugemacht. Das passiert auch mal, aber in Wirklichkeit, es passiert sehr, sehr selten, dass man das erreicht. Darum geht es auch eigentlich gar nicht beim Trading. Wichtig ist, dass wir erkennen, wo ist die entsprechende Situation, wann wollen wir überhaupt denn in den Markt hineingehen. Und deswegen, wenn wir die richtige Richtung haben und uns immer ein Stück im Endeffekt herausschneiden können, dann sind wir eigentlich immer schon gut drauf, wenn wir sagen, okay, wir kommen hier in so einen Trade hinein und können hier ein 1:3, 1:4 im Verhältnis mitnehmen. Also beispielsweise jetzt hier in so einem Trade, wir haben hier vielleicht 100 Euro riskiert im CFD und können hier dann 500 1:5 mitnehmen, dann ist das immer schon ein sehr, sehr gutes Ergebnis. Was ist danach passiert, nachdem der Markt hier stark runtergekommen ist? Wir haben dann im Endeffekt eine Rallye gesehen. Wie gesagt, wir sind ja 10 Prozentpunkte nach unten gegangen. Das heißt, es war vollkommen normal, dass der Markt sich natürlich irgendwann mal davon erholt. Dann zeichne ich das hier einfach mal ein. Wir sehen hier wirklich, wie der Markt hier dann versucht hat, erstmal eine Bodenbildung zu machen. Das heißt, er ist hier oben mehrfach angestoßen, hat hier marginale neue Hochs gemacht. Jetzt sehen wir aber, dass die Korrekturen nicht mehr tiefer laufen hier. Hier unten sehen wir wirklich, hier ist so der Bodenbereich und jetzt im Endeffekt kommt dann die Rallye. Der Markt durchschießt hier im Endeffekt auch den Eröffnungskurs. Und jetzt war eben meine Idee, das Ganze dann auf der Long-Seite zu handeln. Normalerweise würde ich das natürlich als Trend versuchen zu handeln. Die Problematik, die hier jetzt einfach nur bestand, ist, dass wir aufgrund der hohen Volatilität natürlich einen wahnsinnig großen Stop gehabt hätten. Wenn wir uns das hier anschauen, auf der rechten Seite kann man es ganz gut sehen. Also der Einstieg wäre dann bei etwa 9.450 gewesen und 100 Punkte tiefer wäre der Stop gewesen. Wer das machen kann als CFD, wäre es wahrscheinlich noch relativ einfach umzusetzen. Das wäre dann ein Risiko von 100 Euro. Hier im Future sind es halt 2.500 Euro als Stop. Das war mir persönlich an dem Tag morgens zu groß, dieses Risiko. Deswegen habe ich mich hier für den Bewegungshandel entschieden. Das heißt, ich habe hier einfach geschaut, okay, wie kommt der Markt hier voran? Und wir sehen schon, ich bin hier reingekommen und bin hier dann auch sofort mit einem kleinen Verlust von wenigen Punkten hier ausgestoppt worden, hier an dieser Stelle. So, dann war die nächste Trading-Idee, also wie gesagt, hier rein, hier raus. Die nächste Trading-Idee war dann, okay, ich möchte
in die Korrektur innerhalb mit Unschärfe in den Markt hinein, möglichst mit einem Stop von 20 Punkten. Ich habe die gesamte Order eingegeben im Agena Trader und jetzt ist mir was passiert. Das passiert relativ selten, aber ihr kennt es wahrscheinlich auch. Ich habe nicht darauf geachtet, ein Limit einzugeben, sondern habe es Market gemacht und bin dann auch sofort in der gleichen Sekunde ausgeführt worden hier oben. Und als ich es gemerkt habe, habe ich natürlich auch sofort mich wieder verabschiedet aus dem Trade und habe dann hier sofort das Gegensignal. Das heißt also, ich habe hier zwar auch ein paar Punkte verloren, nichts Dramatisches, aber ich wollte, wie gesagt, hier unten rein mit einem Stop von nur 20 Punkten hier agieren. Das ist dann im Endeffekt auch ein paar Sekunden später dann passiert und das war dann im Prinzip der dritte Trade, der dann hier gekommen ist. Erst der Short, dann hier dieser Fehltrade und dann jetzt hier nochmal die Rally. Und da sieht man einfach den großen Vorteil, wenn man mit Unschärfe in einen solchen Trade hineingeht. Das macht zum Beispiel immer dann Sinn, wenn man auch zum Beispiel entweder mit einem Future agiert und sagt, okay, ich will mir jetzt keinen Stop von 100 Punkten leisten, sondern ich habe ein kalkuliertes Risiko vielleicht von 20 oder 25, 30 Punkten, dann lässt man sich einfach an der entsprechenden Stelle hier einstoppen und sagt, okay, das hier sind jetzt wegen meiner 25 Punkte, dann sagt man, okay, das Risiko kann ich tragen und dann gehe ich einfach mit Unschärfe hier unten Short, Stop natürlich hier unters Tief, sieht man auch an der Linie hier, wird vom Agena Trader immer sehr schön aufgezeichnet, das Ganze, und dann sehen wir hier, wie der neue Trend eigentlich wieder nach oben läuft und habe mich dann hier oben ganz normal dann aus dem Markt wieder verabschiedet. Also das ist so das typische Intraday-Trading, was ich, wie gesagt, zur Handelseröffnung immer betreibe, sowohl in Einzelaktien als auch in Indizes. Ich mache sogar in Aktien viel, viel häufiger und viel, viel lieber, weil die Frage auch immer kommt, 90% meiner Trades, die ich absetze, sind im Aktienbereich, auch im Minutenchart und nur 10% im Index. Ich habe es hier heute an dem Tag nur gemacht, weil die Volatilität so extremst hoch war an diesem Freitag, sodass ich mich entschlossen habe, dann hier das Ganze lieber im Minutenchart zu machen. Was man hier ganz gut sehen kann, und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Erkenntnis auch für alle, auch jemand, der das seit 20 Jahren macht. Ich habe über 40.000 Trades, 45.000 Trades sind sogar schon über zwischenzeitlich, auch da passiert es, dass man tatsächlich in der Hektik mal Limit und Stop verwechselt. Das passiert einfach manchmal in solchen Situationen. Und das Zweite ist, auch wir haben Fehltrades. Und wir sehen es einfach, es sind 4 Trades insgesamt gewesen und auch hier, dieser Fehltrade war zwar nicht beabsichtigt gewesen, aber es ist ja trotzdem ein Fehltrade gewesen. Trefferquote dann auch auf den Tag gesehen, dann nur 50%. Und das ist etwas, was ich immer wieder sage, auch in den Workshops, es gibt es nicht 100% oder 90% Trefferquote, sondern auch wir arbeiten alle nur mit Trefferquoten, die um die 50-60% liegen. Also macht euch da keinen Kopf, wenn ihr vielleicht nur 45 oder so habt. Wenn euer Risk Management passt und eure Gewinne im Durchschnitt größer sind als eure Verluste, spielt das überhaupt keine Rolle, ob man jetzt 40, 45, 50% hat. Natürlich ist es für den Ertrag besser, wenn wir oberhalb der 50%-Marke sind, das ist ganz außer Frage. Aber solange unsere durchschnittlichen Gewinne größer sind als unsere durchschnittlichen Verluste, spielt das erstmal nur eine Nebenrolle. Der Rest kommt eigentlich durch die Erfahrung, die wir haben. Wir werden mit der Zeit immer, immer besser. Das gilt auch für euch, wenn man erstmal weiß, wie es funktioniert, dann ist es wie Fahrradfahren, man verlernt es auch nicht wieder. Nur der Weg dahin ist halt am Anfang manchmal etwas steinig, aber wie gesagt, mit der Zeit kriegt man das meistens auch gewuppt. Ja, das so die wichtigsten Dinge zur letzten Woche beziehungsweise für die kommende Woche, wie gesagt, kurz resümiert. Ich gehe davon aus, dass der amerikanische Markt eher der stärkere sein wird, vor allen Dingen dort der S&P, im deutschen Markt, wie gesagt, eher der FDAX, eher auf der schwachen Seite. Bei den Devisen muss man einfach nur schauen, weil es ist ja immer davon abhängig, im Endeffekt, wie die Kombination ist des Devisenpaares, welcher Titel vorne steht, ob man jetzt eher Long oder Short traden sollte. Also von daher, da einfach mal genau schauen. Haben noch
10 Minuten Zeit. Ich denke, wir können hier vielleicht nochmal die ein oder andere Frage, wenn ihr noch die habt, hier an dieser Stelle beantworten. Vielleicht in der Zeit, wo ihr die Fragen schreibt, möchte ich vielleicht noch auf zwei, drei wichtige Termine von mir eingehen und dann kommen wir gleich zu den Fragen. Also wie gesagt, mein Wochenausblick, der wöchentlich als Video bei mir in der Videothek ja auch zu sehen ist, entfällt jetzt im Juli, weil wie gesagt, ich bin jetzt auf dem Weg in den Urlaub und komme dann im Endeffekt zum ersten Tag wieder, wenn wir den nächsten Wochenausblick machen, beziehungsweise den Marktausblick am 1. August, bin ich dann wieder hier. Was gibt es noch Neues? Ich habe es schon in der Facebook-Gruppe angekündigt, Sommer-Special, kleines Konto Großtraden, jetzt auch als DVD zu erhalten und jetzt auch zum Vorzugspreis. Also wer daran noch Interesse hat an dieser Webinar-Reihe, einfach kurz auf meine Website gehen. Ansonsten, wie gesagt, alle weiteren Termine, die dann anstehen, findet ihr auf meiner Website. Vielleicht noch ein letzter Hinweis, wenn ich das noch kurz anbringen darf, mein dreitägiger Intensivworkshop, der ja sonst eigentlich immer sehr regelmäßig alle 6 Wochen stattgefunden hat, wird aufgrund, weil ich einen sehr engen Terminkalender in der zweiten Jahreshälfte habe, nur noch einmal im September stattfinden, und zwar vom 17. bis zum 19. September. Alle Infos dazu findet ihr auch auf meiner Website. Das Besondere an diesen Workshops ist einfach, dass wir eine sehr kleine Gruppe haben, immer von 12 Teilnehmern. Das wird eigentlich immer von allen Teilnehmern als das für Sie wirklich Interessante herausgestellt, dass wir nicht so 30, 40 Mann sind, und wir beschäftigen uns da halt mit dem 6-Phasen-Modell von mir, wie kann man jetzt wirklich Trendphasen sehr gut erkennen, die verschiedenen Einstiegstechniken, wir haben ja hier das ein oder andere auch heute schon mal gezeigt, wie man da herangehen kann, dann die entsprechenden Stop-Techniken, was hat es mit den Saisonalitäten auf sich, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, zum Beispiel in so Herbstphasen wie Oktober, wie komme ich dann möglichst schnell in den Markt hinein, und natürlich Screening, 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 das machen wir dann an dem Sonntagnachmittag und dann den ganzen Montag, dass man wirklich immer die Werte auch findet, wo wirklich die meiste Dynamik drin ist. Ja, das war es erstmal von mir an dieser Stelle. Mal schauen, ob Fragen zwischenzeitlich hereingekommen sind, die wir dann natürlich gerne noch jetzt hier an dieser Stelle beantworten können. Ja, sehr viele sogar. Du hast aufgefordert, sollen Fragen stellen. Das haben alle Teilnehmer auch entsprechend gemacht. Von daher sind jetzt noch sehr viele Fragen reingekommen. Ich habe es ein bisschen versucht zu bündeln. Eine Frage, die häufig vorgekommen ist, war, wie du schwache und starke Werte definierst, also beim Screening. Naja, ich versuche halt, starke Werte sind für mich immer Werte, die halt besser laufen als der Vergleichsindex. Also beispielsweise, wenn ich jetzt nehmen wir mal den DAX, weil wir da gerade gesagt haben, dass wir da sehr schwach unterwegs sind, schaue mir einfach an, wie sieht der DAX auf Tagesbasis aus. Mache jetzt mal gerade nochmal den Tag dazu auf. So, also dann ist ja schon mal, sehen wir hier, der Markt ist hier doch recht stark unter Druck. Wir wissen, wir wollen die Short-Seite handeln. Und jetzt gehe ich einfach hin und überlege mir, okay, A, wie stark ist der Markt hier in dieser Abwärtsbewegung gefallen? Haben wir vorhin schon gesagt, okay, hier in den letzten 2 Moves, die wir hatten, einmal hier etwa gut 10% und auch hier nochmal dann das Gleiche. Und jetzt versuche ich halt Werte zu finden, die noch schwächer sind, wie zum Beispiel jetzt die Bankentitel, habe ich ja vorhin schon vorgestellt, die haben allein an einem Tag 15% verloren, dann weiß ich halt, okay, diese Werte sind halt noch viel schwächer als der Index, und Schwäche erzeugt eigentlich im Regelfall immer wieder Schwäche, genau wie Stärke Stärke erzeugt. Das haben wir bei der Adidas-Aktie im Gegenteil gesehen. Also auch da ein gutes Beispiel, wir sind im DAX vom Hoch, ziehe das mal auf hier, von 12.500 jetzt auf 9.700 runtergefallen. Das heißt, wir reden hier von 2.800 Punkten oder gut 20%, während die Adidas-Aktie auf dem Jahreshoch ist. So, also von daher sieht man, da haben wir Stärke, die wesentlich stärker ist als der Markt. Das heißt, auch wenn ich Long traden wollte, würde ich natürlich immer solche Werte nehmen, die besonders stark sind. Und wie gesagt, bei der Schwäche ist es genau das Gleiche. Ich vergleiche es einfach den Index im Verhältnis zu den Aktien, lege dann noch mein 6-Phasen-Modell drauf und dann habe ich im Endeffekt genau die 5 Werte, die ich dann im Endeffekt traden möchte. Aber prinzipiell, wenn man es von Hand screent, einfach drauf schauen, was macht der Index und was macht die entsprechende Aktie dazu. Okay, hast du eventuell noch ein paar interessante US-Aktien, wird hier gefragt.
Ja, wir können natürlich ganz kurz mal noch in den S&P hineinschauen, weil wir ja gesagt haben, wird auf jeden Fall Sinn ergeben, vielleicht im S&P zu schauen, was wir dort an entsprechenden Long-Kandidaten haben. Wie gesagt, ich würde nicht jetzt einfach so in den S&P einsteigen, weil das liegt einfach daran, wir sind jetzt an dem Hoch und ich würde jetzt persönlich nicht anfangen, jetzt im Moment in einen entsprechenden Wert morgen einzusteigen, weil das macht aus meiner Sicht halt recht wenig Sinn, das zu machen, weil wir sind jetzt an einer Phase angekommen, wo wir eigentlich schon x-mal angekommen sind. Ich möchte das auch hier nochmal zeigen. Wir sind hier wirklich genau hier an diesem Punkt und wir sehen es immer wieder, dass gerade private Trader nicht hier unten kaufen, wenn der Markt anfängt zu rennen, sondern sie neigen dazu, wenn wir schon 3, 4, 5 Tage hintereinander hochgelaufen sind, jetzt zu sagen, welche Aktien sind für mich interessant. Ich habe jetzt alleine, glaube ich, gestern und heute noch 3 Mails bekommen von Kunden auch, die gesagt haben, ja, ich habe jetzt meine Watchliste long fertig gemacht. Also wenn man in den letzten 3 Tagen long gehandelt hätte, wäre das super. Nur jetzt, wie gesagt, jetzt neuen Trade aufzumachen, ich würde es nicht persönlich machen, ich würde es erst machen, wenn wir hier Schlusskurse sehen, deutlich über der 2120. Nur welche man dann nehmen kann, sind natürlich die Altbekannten, die wirklich in den letzten Wochen immer stärker gezeigt haben. Und ich gehe jetzt einfach mal hier so meinen Screener durch. Da sieht man schon, hier sieht man nicht mehr 500 Werte, sondern wirklich nur noch einen Bruchteil der Werte. Da haben wir natürlich einmal hier 3M zum Beispiel rausgefiltert. Auch hier sehen wir die Rallye der letzten Handelstage. Wir haben hier am Donnerstag ein neues Jahreshoch gemacht und dann auch am Freitag hinterher ein neues Jahreshoch. Also wenn die jetzt zum Beispiel in die Korrektur geht, dann würde ich zum Beispiel gerne handeln. Die würde ich jetzt nicht gerade nehmen. So, hier auch sehen wir sehr schöne Rallye in der letzten Woche gesehen. Auch hier neues Jahreshoch am Donnerstag und am Freitag. Auch hier im Prinzip ein sehr, sehr schöne Aktie. Hier eine sehr lange Seitwärtsphase gehabt. Erster Ausbruch fehlgeschlagen. Hier genau. Das ist wirklich sehr witzig, wie das immer passiert. Also natürlich ist es nicht witzig für den Trader, der drin ist. Aber wenn man hier sich das anschaut, jemand, der das Jahreshoch hier tradet, geht rein, setzt den Stop hier drunter und fliegt raus. So kann man sagen, okay, ist einmal passiert, ist nicht so schlimm. Aber wenn wir mal schauen, hier das Gleiche. Es gibt ein neues Jahreshoch, die Stops sind hier drunter. Was passiert? Ausgestoppt. Ja, und es ist immer das gleiche Spiel, hier auch, neues Jahreshoch und dann im Endeffekt hier wieder stark zurückgekommen. Das heißt, wir müssen wirklich darauf achten, es gibt einfach Aktien, die hier immer neue Jahreshochs markieren und dann wieder in Korrekturen gehen. Jetzt sieht es hier anders aus, wir haben hier eine schöne Rallye hingelegt und ich denke, hier haben wir jetzt gute Chancen, dass das diesmal besser verläuft. Aber wie gesagt, man weiß es nicht, abhängig auf jeden Fall von dem, was der S&P morgen oder übermorgen macht. Auch hier neues Hoch gemacht, neues Jahreshoch am Donnerstag, Freitag ein bisschen korrigiert. Die Aktie würde ich zum Beispiel sofort auf meine Watchlist packen. Setze ich hier einfach drauf, weil die sieht wirklich sehr, sehr stark aus. Hat hier neues Jahreshoch gemacht, hat hier im Endeffekt perfekt drüber geschlossen über dem Jahreshoch. Kurze Korrektur am Freitag. Haben wir gute Chancen. In diesem Zusammenhang wurde auch gefragt, wie man jetzt einen Fake-Ausbruch beim S&P zum Beispiel jetzt vermeiden könnte, wenn jetzt wieder ein neues Hoch macht. Ja, indem man es einfach gar nicht handelt, den Ausbruch. So einfach ist es eigentlich. Also wenn man den Ausbruch handelt, läuft man halt immer Gefahr, dass man einen Fake-Ausbruch hat und ich selber trade überhaupt keine Ausbrüche auf neue Hochs. Gut, dann wurde oft gefragt, ob du kurz eine Meinung zu Gold und Silber hast. Nein, habe ich nicht. Das liegt einfach daran, dass ich Rohstoffe so gut wie überhaupt nicht trade. Ich halte es so, dass ich Rohstoffe eigentlich immer nur als Investment kaufe. Das heißt, sobald Gold zum Beispiel die 1200er Marke nimmt, fange ich an, Gold langfristig als physisches Gold zu kaufen. Ich kaufe es bei 1000, ich kaufe es bei 850, ich kaufe es bei 700 und ich würde es kaufen bis nicht mehr tiefer geht. Ja, aber ich verkaufe es nur als physisches Gold. Somit habe ich keinen Druck, weil ich habe keine Kosten, die damit entstehen. Das heißt, ich habe weder Lagerkosten noch, dass ich irgendwelche Finanzierungskosten habe, sondern ich sehe das einfach als langfristiges Investment und damit bin ich eigentlich seit Jahren sehr gut gefahren und ähnlich ist es mit Silber auch. Okay. Vielleicht noch so als letzte Werte, Beiersdorf und BMW, eine kurze, ganz kurze Einschätzung. Ja, gucken wir uns an.
Bayer müsste eigentlich Beiersdorf. Ah, Beiersdorf, okay, das ist BEI. Na, warum macht das nicht? Gute Frage. Dann machen wir einen neuen Chart auf. Beiersdorf. So, nehmen wir mal einen Tageschart. Ja, also ich würde sagen, es gibt auf jeden Fall interessantere Werte als Beiersdorf. Was mir halt hier nicht gefällt, ist, dass die Aktie hier sehr, sehr stark im Endeffekt seit Monaten in die Korrekturphase gelaufen ist. Wir haben jetzt hier immer neue Tiefs erstmal gemacht. Was auch als Trader nicht ganz so interessant ist, ist im Endeffekt, wir haben ja mal gesagt, wir wollen eigentlich Werte suchen, egal ob jetzt Long oder Short, die jetzt hier zum Beispiel jetzt auf der Short-Seite immer fallende Hochs und fallende Tiefs haben. So, und wenn wir uns das jetzt hier anschauen bei der Aktie, was hat die jetzt gemacht? Die hat ein höheres Hoch gemacht und die hat anschließend ein tieferes Tief gemacht. Und das ist natürlich etwas, was wir als Trader eigentlich überhaupt nicht brauchen können, weil wenn wir das haben, dieses Muster hier, was wir jetzt hier im Endeffekt sehen, laufen wir natürlich immer die Gefahr, dass wir immer wieder ausgestoppt werden. Und das nutze ich halt überhaupt nicht fürs Trading, weil, wie gesagt, abwärts kann man die Aktie nicht traden, weil wir eben ein neues Hoch gemacht haben. Long können wir sie aber auch nicht traden, weil wir noch keinen Trend haben. Also ich würde die Aktie momentan zumindest auf Tag und Stunde nicht anfassen. Aber das ist halt, wie gesagt, das ist ja immer eine persönliche Einstellung, aber ich mag halt überhaupt keine Aktien, die keinen Trend haben. Und das ist hier bei dieser Aktie eben. Es gibt auch ein sehr schönes Buch, die dieses Muster beschreibt und wie oft das eigentlich schief geht, wenn man solche Aktien tradet. Das ist von Bulkowski, das Buch. Ist ein ganz interessantes Buch, ist aber ein rein Statistikbuch, also sind keine, ist nicht drin beschrieben, was man eigentlich handeln sollte oder was, das ist noch ein Buch, das uns sagt, was für ein tolles Setup es gibt, sondern einfach nur Statistiken und das kann ich jedem nur empfehlen. Dann noch die, kurz. Der zweite Wert war weg. BMW war das. Ah, BMW, okay. Die müsste eher schwach sein, weil die Automobilwerte schon seit geraumer Zeit unter Druck sind. So, BMW. So, auch hier kurz in den Tageschart. Also wie schon gesagt, also wir sehen hier, die Aktie ist sehr schwach unterwegs. Das heißt, wenn wir auf der Short-Seite die Aktie anfassen wollten, ist es natürlich ideal. Es ist nicht nur BMW, die so schwach sind. Genauso ist es eine Daimler, ist eine Conti, die sehr, sehr schwach momentan unterwegs sind. Also da würde ich eher die Short-Seite wählen. Warum? Das sieht man ja auch hier im Endeffekt im Chart. Wir sind hier runtergelaufen. Wenn wir mal den ganz, ganz großen Trend hier nehmen, haben hier die Korrektur gemacht, sind jetzt hier wieder heruntergelaufen und haben nicht unser Tief hier, im Endeffekt haben wir ja Doppeltief gemacht, auf einer ganz kurzen Zeitschiene, auch heute wieder eher schwach unterwegs. Wie gesagt, die ganze Branche ist im Moment schwach unterwegs. Also Short, finde ich, macht durchaus Sinn. Long wüsste ich jetzt nicht, wo ich unter markttechnischen Gesichtspunkten hier mehr einen Long verkaufen könnte. Okay, Mario, dann haben wir es geschafft. Es sind natürlich noch sehr viele Fragen offen, aber das schaffen wir in der Zeit einfach nicht. Bitte einfach nächstes Mal nochmal stellen. Vielleicht kommen wir dann dazu, die Fragen zu beantworten. Ja, ansonsten, Mario, ich wünsche dir einen schönen Urlaub. Auch viele Teilnehmer wünschen dir das. Und das ist ganz lieb. Freue ich mich sehr drüber. Werde jetzt, wie gesagt, die nächsten Wochen mal ein bisschen kürzer treten. Ich denke, es ist immer ganz wichtig, den Akku auch einfach mal wieder aufzuladen. Was die Fragen angeht, würde ich vielleicht sagen, zwar sonst einfach beim nächsten Mal mal vielleicht nur so eine gute halbe Stunde uns mit dem Markt beschäftigen oder 40 Minuten und dann einfach mal ein bisschen mehr Zeit vielleicht für die Fragen lassen, genau, damit wir dann vielleicht einmal die ganzen Fragen abarbeiten können, weil das natürlich immer eine gute Sache ist, weil mir leider auch die Zeit dazu fehlt, dann im Nachgang 30, 40 Mails zu beantworten. Das ist dann viel, viel einfacher, weil viele Fragen wiederholen sich auch und vielleicht machen wir es beim nächsten Mal einfach so, dass wir vielleicht eine gute halbe Stunde Marktausblick machen und dann einfach mal an die Fragen herangehen, die da sind. Genau, so machen wir das. An die Teilnehmer nochmal bitte anmelden für die neue Termine bei uns auf der Webseite. Mario, vielleicht sprechen wir uns noch. Ansonsten natürlich, wie gesagt, nochmal einen schönen Urlaub und wir hören uns, sehen uns dann zum 1.8. wieder.
Auf jeden Fall, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuhören und am 1.8. geht dann der nächste Marktausblick los. Wir könnten morgen früh noch kurz miteinander sprechen, Jens. Ich bin auf jeden Genau, Fall machen morgen wir. früh nochmal im Büro und dann machen wir es morgen früh, ja? Super, machen wir. Also an alle Teilnehmer Alles und klar. schönen Abend. Vielen Dank, bis dann. Tschüss. Ciao, ciao.